Guten Morgen, auch von meiner Seite. Zwei Worte oder zwei Sätze möchte ich gern zu meiner Person noch sagen. Also auf der einen Seite, ich bin keine Lehrerin, ich bin Dolmetscherin. Und vom privaten Hintergrund, mein Vater ist Italiener und mein Mann ist Marokkaner. Und dadurch habe ich diese Vielfalt nicht nur im Beruf, beim Dolmetschen, im Moment sehr viel beim Bundesasylamt, unter anderem ist Arabisch eine meiner Arbeitssprachen, und auf der anderen Seite privat. Und diese Vielfalt, die sich da ergibt im Leben, im beruflichen und im privaten Leben, die ist ja meistens sehr bereichernd, meistens sehr spannend, aber manchmal auch schon sehr, sehr hart und sehr, sehr herausfordernd. Und diese Vielfalt, die wir im Moment haben, die sich immer verstärkt, die nicht nur eine Vielfalt ist, was Kultur betrifft, eine Vielfalt, die Religion betrifft, Sprachen betrifft, aber auch, wie schon angedeutet worden ist, dass wir auch unsere Vielfalt, jede einzelne von uns, diese eigene Vielfalt immer mehr entdeckt, eben dass wir sehen, dass es nicht nur 13 oder 15 Gegenstände gibt, in denen man brillieren kann oder auch nicht, sondern dass das Leben so vielfältig ist, dass wir sehen, welche Vielfalt wir in unseren Interessen haben können, in unseren Hobbys haben können, in unseren Ansichten haben können. Und diese Vielfalt ist natürlich sehr herausfordernd, weil wir es mit Menschen zu tun haben, die ganz andere Sichtweisen haben, die ganz andere Denkweisen haben. Und das macht diese Sache etwas schwierig für uns, weil durch diese Vielfalt sind wir gefordert, nachzudenken, naja, wie ich das mache, mag ich das so machen, mag ich es anders machen? Und das ist schon sehr herausfordernd, weil man dadurch sich immer wieder auch den Boden unter den Füßen wegzieht. Und das ist herausfordernd, weil man nicht mehr auf das zurückgreifen kann, wie es immer war oder wie man es eben gewohnt ist, weil da immer wieder Leute vor uns auftauchen, die ganz anders leben, die ganz anders denken, ja? Und das müssen nicht unbedingt Leute sein, die von weit her gekommen sind oder eine andere Religion haben. Das entdecken wir jetzt auch, diese Vielfalt bei uns, dass wir sehen, auf diese Art und Weise kann man das auch noch machen, auf diese Art und Weise kann man das auch noch sehen. Und auf der einen Seite ist das sehr herausfordernd und manchmal würde man sich wünschen, einfach, dass es einfach und angenehm wäre und so wie immer schon und vertraut. Und das ist dann oft sehr schwierig. Oder man möchte gern wissen, wer ist jetzt der Böse und wer ist jetzt der Gute und auf welche Seite soll ich mich stellen? Und das ist eben nicht mehr so einfach. Und das ist oft überfordert und da braucht sehr, sehr viel Ruhe auch für sich, dass man sagt, ja okay, in 5 Minuten, die ich mir nehme, mal zu überlegen, gut, was ist mir eigentlich wichtig? Was sind die Bereiche, die will ich nicht aufgeben? Die sind für mich so wichtig, dass ich darüber nicht diskutieren mag. Und wo kann ich da sagen, na gut, das ist mir nicht so wichtig, wie das gehandhabt wird oder auch nicht. Ja? Da können wir drüber diskutieren. Aber es braucht diese ruhigen Momente für sich, dass man weiß, was ist mir wichtig und das ist nicht richtig und nicht falsch oder nicht angemessen oder unangemessen, sondern da geht es um uns, um herauszufinden, was ist mir wichtig. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die Gesellschaft so sehen, diese vielen Veränderungen auf allen Ebenen, ja, diese vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen, das ist natürlich auch etwas, was uns sehr überfordert manchmal, wo wir oft das Gefühl haben, wir sind ohnmächtig, ja, da wird einfach was bestimmt oder da kommt etwas auf uns zu und wir können eigentlich gar nichts machen. Und deswegen glaube ich, dass gerade Ihre Aufgabe als Lehrende so eine herausragende Aufgabe ist, weil Sie eine der wenigen Bevölkerungsgruppen sind, die nicht nur jammern können, die nicht nur sagen können, das ist einfach ein Wahnsinn, was da ist, wie es ist, sondern Sie als wenige haben die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten, die Gesellschaft mitzugestalten, zu bestimmen, wie das morgen sein wird, zu bestimmen, wie die Gesellschaft von morgen sein wird, weil sie nämlich tagtäglich die Zukunft vor sich sitzen haben. Und das ist auf der einen Seite ja auch sehr herausfordernd und auch manchmal überfordernd. Manchmal hat man das Gefühl, naja, aber wenn mir das nicht so gut gelingt, ja, was dann?
Und da muss man sagen, dass jeder kleine Schritt zählt, das Allerkleinste, was sie machen. Und das, was ich immer wieder in Schulen erlebe, und obwohl ich keine Lehrerin bin, bin ich sehr viel in Schulen, mache Workshops, mache Seminare und Vorträge. Und das, was ich immer wieder erlebe, ist dieses riesige Engagement, das wirklich auch mein Herz berührt. Ja? Dieses Herzensblut, das da in Jugendliche, in Kinder investiert wird von Seiten der Lehrenden, wo ich das manchmal das Gefühl habe, die Situationen sind teilweise so unglaublich herausfordernd und das würde alles zusammenbrechen, wenn da nicht jeder Einzelne so mit seinem Herzen dabei wäre für die Kinder, für die Jugendlichen. Und wie schon gesagt, einerseits ist diese Herausforderung, diese Aufgabe, dass sie die Möglichkeit haben, die Gesellschaft zu gestalten, so eine herausfordernde. Aber auf der anderen Seite haben sie die Möglichkeit auch zu gestalten, haben sie die Möglichkeit, nicht nur zu jammern und zu sagen, das ist alles ein Wahnsinn, wohin das noch alles führen wird, sondern dass sie wirklich die Möglichkeit haben, das zu gestalten. Und wie kann das jetzt sein, dass man das gestaltet, wo man ja doch einen Lehrauftrag hat, man hat ja ein Curriculum, da ist ja so viel Lernstoff auch, der in immer kürzerer Zeit immer mehr wird und neue Herausforderungen, Anforderungen hat und zusätzliche Neuerungen und noch mehr Aufgaben und noch mehr Förderung und noch mehr und noch mehr und noch mehr in noch weniger Zeit. Ja, wie soll das dann geschehen? Ja? Das ist eben die große Frage, aber das sieht man ja auch an den Methodentagen, die auch diese Individualität reinbringt. Und diese Individualität ist auf der einen Seite, wenn man sozusagen damit beginnt, wieder mal eine große Herausforderung und Überforderung. Ja? Aber mit der Zeit, wenn man das wirklich weiter und weiter bringt, ja, dann ist diese Individualität auch eine große Chance, auch dass man als Lehrender mal aus dem Schuss ist, weil durch diese Vielfalt in den Klassen, durch diese vielfältigen Stärken, so wie wir auch gestern gehört haben, diese Talente, die Talente, die in jedem Menschen schlummern, die vielleicht nicht mit diesen 13 Gegenständen was zu tun haben, aber die mit der ganzen Welt und mit dem ganzen Leben an sich zu tun haben, ja, die da untereinander auch inspirieren kann, die untereinander unterstützend wirken kann, sodass, wenn sie auch das Potenzial der Schülerinnen und Lehrlinge in den Klassen mit einsetzen, dass dieses Zusammenarbeiten ein wichtiger Punkt ist, dass sie einerseits entlastet sind als Lehrende, auf der anderen Seite aber dieses Potenzial in der Klasse nutzen. Und wenn man so beobachtet, Bereiche auf der ganzen Welt, wo dieses Zusammenleben zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Religionen gut funktioniert, das sieht man auch, oder auch in Momenten in Österreich, ja, wo es eine Notwendigkeit war, punktuell mal mit einer Vielfalt konstruktiv umzugehen, ohne Plan, wie man das einfach machen soll, dann sieht man, dass der springende Punkt dabei ist, wenn man gemeinsam an etwas Größerem arbeitet. Wenn das nicht irgendwas Kleines ist, wo nur einer dieses Ziel hat, wenn es nicht nur darum geht, einen vorgegebenen Maßstab zu erreichen, sondern wo es um einen größeren Sinn geht, wo jeder sich in seiner Stärke einbringen kann, wo es um was Größeres geht, da funktioniert diese Vielfalt. Und wo es jeden Einzelnen von uns braucht, mit unseren Ideen, mit unseren schrägen Ideen manchmal, mit Ideen, die vielleicht überhaupt nichts zu tun haben mit der Materie, wo da die Möglichkeit ist, unsere ganze Vielfalt, unsere persönliche Vielfalt erst zu entdecken. Und das, was es in der Welt braucht jetzt, wo wir so vor so vielen Herausforderungen stehen, wo eigentlich im Moment die Ratlosigkeit sehr groß ist, weil man ganz global noch keine Lösungen dafür findet und man aber sehr gedrängt ist, Lösungen zu finden, weil es sehr, sehr dringlich wird, ja, wo wir sehen, welches Potenzial Jugendliche auch haben, weil sie eben schräg denken, weil sie outside the box denken, weil sie eben diese Normen und Formen auch noch nicht in diesem Sinne angenommen haben. Da liegt die Chance. Einfach ein paar Beispiele, nur wenn Sie zum Beispiel das Hovercar kennen,
das Auto, das VW gebaut hat, aufgrund der Pläne von einer chinesischen Jugendlichen, ein Auto, das keine Räder hat, ein Auto, das keine, also Energien im Sinne von Benzin, Diesel, Gas, Solar, sonst irgendwas braucht, weil es durch das Erdmagnetfeld schwebt. Und VW hat es gebaut, also es ist kein Hirngespinst. Ja? Und Sie können das auch auf YouTube anschauen, unter Hovercar zum Beispiel. Oder diese Plattform von dem jungen Holländer, der die Weltmeere vom Plastik befreien soll. Ja? All diese kreativen Ideen, das ist das, was das wirkliche Potenzial ausmacht. Und wenn wir die in diesen Klassenräumen diese Möglichkeiten auch schaffen, wo Kinder und Jugendliche auf der einen Seite lernen können, dass es sozusagen die Möglichkeit gibt, auch friedlich miteinander zu arbeiten, wo wir auch gestern gehört haben, ja, in den Klassen funktioniert das schon gut, wie kriegen wir das in die Gesellschaft hinaus? Ja? Wenn Kinder die Erfahrung machen, ja, ich werde wertgeschätzt und ich werde respektiert, nicht weil ich Türke bin oder weil ich Afghanin bin oder weil ich Österreicherin bin, sondern einfach deswegen, weil ich Mensch bin, so wie ich bin, mit meinen Stärken und meinen Schwächen. Ja? Das gibt ja uns allen wieder die Chance, auch uns mehr selbst zu akzeptieren mit unseren Schattenseiten, mit unseren Sonnenseiten. Wenn wir sehen, dass die Schule ein Ort ist, wo man an diesen Kreativitäten, also in diesen kreativen Ideen gemeinsam arbeiten kann, wo man die Möglichkeit hat, ja, sich untereinander zu unterstützen, wo man auch die Möglichkeit hat, eine beschämungsfreie Zone zu haben. Wenn man so, gerade die Jugendzeit ist ja auch so eine Zeit, wo oft Jugendliche auch überreagieren. Und wenn man diese Linien verfolgt, warum haben Jugendliche je oder auch Erwachsene je den Kopf verloren und haben Dinge getan, die einfach unmöglich sind. Ja? Und wenn man da die Fäden zurückverfolgt, dann hat es immer irgendwo einen Moment gegeben, wo diese Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen ihr Gesicht verloren haben. Das dann bewirkt hat, bei manchen bewirkt es wenig, bei manchen bewirkt es Extremes, ja, wo wir schauen können, wie können wir Konflikte lösen, weil Konflikte entstehen und auch die Vielfalt birgt potenziell diese Konfliktgefahr an sich, wenn man in der Klasse aber die Möglichkeit hat zu sehen, wie ist das möglich, dass man Konflikte hat, wie ist es möglich, dass man sagen kann, ja, wir sind uns einig, dass wir uns in diesem Punkt nicht einig sind. Wie kann man das einfach auch stehen lassen, dass wir sind, so wie wir sind, ja? Wenn das die Erfahrungen sind in den Klassen, wenn auch diese Wertschätzung da ist, wenn man auch sehen kann, gut, wenn ich in diesen 13 Gegenständen nicht so gut bin, wenn ich da nicht bestehen kann, dann bin ich noch immer Mensch, dann wird noch immer wertgeschätzt, welche Kreativität ich habe, dann wird noch immer wertgeschätzt, dass ich als Mensch ein wunderbarer Mensch bin. Und wenn dann darüber hinaus noch die Möglichkeit geschaffen wird, dass man Sinn im Leben sieht, und das ist ja auch oft der springende Punkt bei so vielen Verzweiflungstaten, wenn man keinen Sinn im Leben sieht, wenn man keine Perspektive hat im Leben, weil man zum Beispiel in diesen 13 Gegenständen nicht bestehen kann, dass man da doch noch merkt, dass es da die Möglichkeit gibt, dass man dennoch sich einbringen kann, dass man dennoch innerhalb der Gemeinschaft bleibt, innerhalb des Klassenverbands und auch dieses Gefühl hinaustragt in die Welt. Bruce Lipton, ich weiß nicht, wer von Ihnen ihn kennt, ein Biologe, Neurologe in Amerika, der hat die Menschheit mit den Zellen im Körper verglichen. Er hat gemeint, am Anfang, ganz am Anfang der Welt, wie es die Einzeller erst gegeben hat, diese Einzeller haben sich nicht vorstellen können, dass sie sich mal zu so vielen Milliarden Zellen zusammenfinden werden, wie der Mensch ist. Ja? So viele Einzeller, aus denen wir bestehen. Ja? Und diese Einzeller haben sich nicht vorstellen können, dass dieser Vielzeller-Mensch einmal zum Mond fliegt, dass er mal ein Telefon haben wird, dass man mal ein Internet haben wird. Ja? Und dennoch, dieser Körpermensch,
kann nur funktionieren, indem jede einzelne Zelle wertgeschätzt wird. Also sagt nicht die Herzzelle zur Leberzelle, das ist aber blöd, wie du da bist, also wie du schon ausschaust und überhaupt, also du kannst ja gar nicht schlagen, also so ein Blödsinn, also wär doch eine Herzzelle, dann wäre alles gut. Ja? Im Körper ist diese Vielfalt lebensnotwendig. Und da arbeiten wir in dieser Vielfalt jeden Tag perfekt zusammen. Ja? Und Bruce Lipton vergleicht das mit den Menschen. Wenn jeder Mensch so eine Zelle ist, ja? Und wenn wir uns, so wie damals sich die Einzeller dann zu so einem Vielzeller wie ein Mensch ist, zusammentun würden, zusammenhalten würden, wertschätzen würden, dass dieser andere Mensch ebenso wie die Leberzelle eine ganz andere Aufgabe hat, ganz anders ausschaut, ganz anders tickt, ja, wohin könnten wir als Menschheit kommen? Und das ist die Frage und das ist, glaube ich, auch die Möglichkeit, die es, wie soll ich sagen, natürlich, Sie haben in der Schule so viele Aufgaben, aber auf der anderen Seite ist Schule ja auch der Ort, wo man alle Kinder vor sich sitzen hat, zumindest in den niedrigeren Klassen und dann bis, also 9 Jahre lang zumindest mal alle Kinder hat, wo diese Möglichkeit besteht, wo man da diese Möglichkeiten schaffen könnte, was aus der Menschheit wirklich entstehen könnte und abgesehen von diesen Herausforderungen, die wir jetzt haben, noch dazu zu so einem Blühen kommen könnten, wie der Mensch ein blühendes Wesen ist, dadurch, dass so viele Zellen perfekt zusammenarbeiten in ihrer Vielfalt, in ihrer Einzigartigkeit. Und wir könnten als Menschheit weg von der Monokultur kommen, hin zu dieser Einzigartigkeit, wo jeder für sich und von uns wertgeschätzt wird, von sich selbst in erster Linie, ja, aber dann auch von der Menschheit her für das, wie er ist und was er ist und dass dann nochmal ein neuer Aspekt reinkommt mit zu uns. Und wenn wir jetzt diese immer größere werdende Vielfalt beobachten, dann ist es ja auch so, dass wir die Möglichkeit haben, dass unser Buffet sozusagen vergrößert wird. Weil jetzt war es bis jetzt so, dass wir üblicherweise unserer Sozialisierung gefolgt sind. Wir haben das halt einfach so getan, wie wir erzogen worden sind, haben dann damit gelebt, haben unsere Kinder wieder so erzogen, wie wir erzogen worden sind. Und das war eine Möglichkeit. Und jetzt haben wir aber da so ein riesiges Buffet vor uns, das Tag zu Tag noch reichhaltiger wird, wo wir sagen können, aha, die machen das so, sehr interessant, das probiere ich mal aus, das gefällt mir nicht so gut oder schauen wir mal da, das finde ich super, wie Sie das handhaben und bei mir, naja, das, wie ich es so gemacht habe, das gefällt mir gut oder das gefällt mir nicht so gut und da haben wir jetzt die Möglichkeit, uns auszusuchen, wer wir sein wollen, wie wir sein wollen, dass wir nicht nur unserer Sozialisierung folgen müssen, außer wir wollen das und das passt ja auch oder in diesen Bereichen, wo wir das wollen, sondern wir haben die Möglichkeit, uns jetzt das selbst auszusuchen, selbst zu bestimmen, wer wir sein wollen, wie wir sein wollen, dass wir selbstbestimmt leben können, dass wir selbstbestimmt auch unsere Ziele formulieren, unsere Visionen, unsere Perspektiven und dass jeder einen Platz hat mit seinen schrägen Ideen eben auch. Und was es dazu aber braucht und mehr denn je, ich glaube unter den Lehrenden und unter uns in der Gesellschaft ganz allgemein, also in Österreich und in Europa und in der ganzen Welt, weil schließlich sitzen wir alle auf der gleichen Welt und wenn der eine Teil der Welt untergeht, geht auch der andere Teil der Welt irgendwann früher oder später unter. Ja? Das, was wir brauchen in dieser Zeit, ist wirklich zusammenhalten. Einfach zusammenhalten. Aushalten, dass jemand anders denkt als wir, anders, dass er vielleicht eine völlig andere Meinung hat. Aber zu sagen, ja, wir sind uns einig, dass wir uns in diesem Punkt oder in diesem Bereich oder überhaupt gar nicht einig sind und darin sind wir uns einig. Und dass wir zusammenhalten und unsere Vielfalt respektieren und so die Gesellschaft von morgen verändern. Dankeschön. Thank you.